Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Frauenarzt und in dieser Folge möchte ich mit dir über das Stillrheuma sprechen. Hast du vielleicht so noch nie gehört, aber kennst es vielleicht trotzdem. Viel Spaß bei der Folge. So, Stillrheuma. Jetzt müssen wir erstmal vorne anfangen. Wenn man die Begriffe zusammenfügt, heißt das ja irgendwie, ich stille und habe dann irgendwie Rheuma durch das Stillen. Und im Prinzip kann man sich die Beschwerden auf jeden Fall ähnlich vorstellen wie aus dem rheumatoiden Formenkreis. Man hat also einen Gelenkschmerz, man hat einen Muskelschmerz, eine Steifigkeit in den Gelenken, vor allen Dingen auch morgens, sodass man gar nicht so richtig in den Tritt kommt. Man fühlt sich unterm Strich wie eine 90-jährige Omi, wenn man morgens aus dem Bett steigt und denkt sich, oh mein Gott, was habe ich denn heute Nacht wieder für Verrenkungen gemacht, um das Kind zu stillen, dass mir heute Morgen alles so wehtut. Und tatsächlich hat man das sehr lange und sehr häufig auf die komischen Verrenkungen abends und nachts und das ungemütliche Schlafen neben einem quäkenden Kind geschoben, was natürlich auch ein Faktor ist, um diese Beschwerden hervorzurufen. Aber es gibt noch einen viel logischeren Grund und auch einen ganz medizinischen Grund. Und das ist das liebe Stillhormon Prolaktin. Dieses Prolaktin wird jedes Mal ausgeschüttet, wenn du dein Kind anlegst oder auch wenn das Kind die Brustwarze stimuliert oder auch wenn ein Kind in der Umgebung oder dein eigenes schreit. Ist also ein normaler Reflex, wenn die Nachbarin mit einem schreienden Kind vorbeiläuft, dass du einen Milcheinschuss bekommst. Schuld daran ist Oxytocin und Prolaktin. Das Prolaktin macht aber auch indirekt etwas mit deinen restlichen weiblichen Hormonen, insbesondere dem Östrogen. Östrogen wirst du sicherlich gehört haben, ist ja der Klassiker der weiblichen Sexualsteroide. Östrogen hat wahnsinnig viele Aufgaben, unter anderem eben auch die Befeuchtung von Schleimhäuten. Und dabei nicht nur, wie man oft denkt, die Vaginalschleimhaut, die ja in den Wechseljahren bedingt durch den Östrogenmangel trockener werden kann. Aber nein, es sind auch die Augen. Es ist zum Beispiel auch der Darm. Aber es sind eben auch die Gelenkschmieren, so nennt sich das im Volksmund. Also in den Gelenken gibt es natürlich Flüssigkeit, damit die Gelenke gut funktionieren. Fehlt jetzt das Östrogen, fehlt eben auch die Gelenkschmiere und schon hat man Schmerzen wie bei Rheuma. Dieses Stillrheuma ist medizinisch keine valide Diagnose. Diesen Begriff gibt es eigentlich gar nicht im medizinischen Jargon. Es ist also auch keine sogenannte ICD-Diagnose. Aber es ist trotzdem ein Phänomen, was unglaublich viele Frauen kennen. Auch zum Beispiel in der Schwangerschaft kann es schon anfangen. Durch die Schwangerschaftshormone, die auch sich so umgestalten können, dass es einen leichten Östrogenmangel geben kann, ist seltener. Auch in den Wechseljahren zum Beispiel, selbe Phänomen, auch rheumatoide Schmerzen in den Gelenken, aber eben auch in der Stillzeit. Du könntest dich jetzt also ertappt fühlen und sagen, ja stimmt, so war das bei mir auch. Oder ja stimmt, das habe ich jetzt gerade. Dann weißt du ganz genau, woran es liegt. Es liegt an dem mangelnden Östrogen, was eben mit der Gelenkschmiere zu tun hat. Jetzt natürlich die große Frage, warum passiert das bei der einen Frau und die nächste kennt davon gar nichts und hat auch nie Beschwerden gehabt. Ja, wir sind leider oder Gott sei Dank so individuell, wie wir nun mal sind und die eine Frau kann einen relativen Östrogenmangel sehr gut kompensieren und die nächste kann ihn eben nicht gut kompensieren und kriegt diese Beschwerden. Große Frage ist jetzt, wann geht das weg? Das geht weg, wenn deine Stillfrequenz abnimmt oder du sogar irgendwann abgestillt haben solltest. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Ich weiß es nicht, wollte gerade sagen, ich weiß, es ist sehr schmerzhaft, ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Nichtsdestotrotz sollte das kein Grund sein, abzustillen, weil dein Kind profitiert natürlich unglaublich davon, gestillt zu werden. Aber, und das ist der Lichtblick am Ende des Stillrheuma-Horizonts, du wirst es wahrscheinlich los, wenn dann irgendwann die Stillfrequenz so niedrig ist, dass das Prolaktin, was nicht mehr 12-mal am Tag ausgestoßen wird, sondern vielleicht nur noch 2-3-mal oder einmal in der Nacht, den Östrogenspiegel nicht mehr so stark senken kann. Was kann man sonst noch tun? Und da kann man sich tatsächlich bei Rheuma-Erkrankten so ein bisschen was abgucken. Wichtig ist sicherlich, dass man gegen auch diese Schmerzen morgens sich versucht zu dehnen und versucht in Bewegung zu kommen. Denn
Denn viele beschreiben auch, sobald der Körper aufgewärmt ist und die Muskulatur ein bisschen durchgepumpt ist, wird es besser. Also Bewegung und Dehnen hilft. Nebenbei gibt es natürlich sehr, sehr viele Hausmittelchen, auch zum Beispiel versuchen zu kneipen, also Wärme-Kälte-Anwendungen. Kann funktionieren. Du musst ein bisschen was ausprobieren. Bewegung und Dehnen hilft meistens ganz, ganz gut, um wieder in den Tritt zu kommen. Und irgendwann bist du es von automatisch wieder los. Also Stillrheuma gibt es. Es ist aber ein erfundener Begriff, der nichts mit dem rheumatoiden Formenkreis zu tun hat. By the way, natürlich gibt es neben diesem Phänomen Erkrankungen, die nichts mit Stillrheuma zu tun haben, sondern trotzdem schwerwiegende Erkrankungen. Es gibt ja auch Rheuma und rheumatoide Erkrankungen oder auch andere Muskelerkrankungen oder auch eine Fibromyalgie zum Beispiel. Also das sind natürlich auch Diagnosen, die man im Hinterkopf haben sollte. Aber wenn das neu aufgetreten ist und erst während der Stillzeit neu aufgetreten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich um das sogenannte Stillrheuma handelt. Jetzt weißt du, was das ist und kannst dieses Wissen verbreiten. Das würde mir helfen. Was mir außerdem hilft, ist ein Kommentar, ein Abo vor allen Dingen und natürlich ein Like, wenn dir dieses Video geholfen und gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.